Jo Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute komplett chaotisch. Hier oben ein Ringlicht, hier ein Mikrofon und unten überall Kabel. Aber das hindert uns gar nicht, ein Review zu drehen. Und zwar gibt es heute ein Review oder soll ich lieber sagen Unboxing, ist das eigentlich dasselbe für mich, von einem Karaoke-Set. Dieses hier. Es gibt viele Karaoke-Sets, die 300 Euro, 400 Euro kosten mit Mikrofon. Und dann habe ich den hier gefunden, der kostet nur 89 Euro. Vielen Dank an das Unternehmen, die mir das zugeschickt haben, um das hier mit euch testen zu können. Wir packen das aus und ich erkläre euch ein bisschen, was man damit machen kann. So, zurück angekommen hier, warum das Ringlicht überhaupt hier steht, das werdet ihr jetzt sehen. Und zwar ist es dieses Produkt hier, das SDRD, also ist die Marke SD307. Genau, mit zwei Mikrofons und hier steht nochmal OK Karaoke. TF-Card, also Speicherkarte, USB-Eingang und hat eine Bluetooth-Connection. Steht hier auch nochmal. Genau, High Quality Professional Speaker. Und außerdem gibt es die Farben Schwarz und Gold. Wenn ihr das Produkt kaufen wollt, könnt ihr es unten in der Videobeschreibung tun. Ich habe da einen Link, über den ihr das kaufen könnt. So. Ich würde sagen, wir öffnen das mal so wie ein kleiner Tragekoffer, so. Please fully charge the device before using. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Ich hole die ganzen Sachen mal raus. Also, Mikrofon 1, dann haben wir Mikrofon 2, dann haben wir noch ein AUX-Kabel mit einem USB-C-Ladegerät, zwei Popschütze, da, hier. Unter dieser Folie, unter diesem Schaumstoff-Ding, haben wir dann unser High-Quality-Speaker. So, Freunde, hier haben wir die zwei Mikrofone jetzt. Hier und hier. Zweimal Popschutz und Kabel. Schaut mal, so sieht das aus in der Kamera. Der Speaker ist auf jeden Fall größer, als ich mir das vorgestellt habe. Auf den Bildern sieht er irgendwie kleiner aus. Was ist denn jetzt los? Also hier hat es einmal ein On-Off-Switch. Also hier können wir das ein- und ausschalten. Bluetooth Mode. Ja, deswegen, das ist mir gerade aus Versehen passiert. So, hiermit können wir es aufladen. Ein USB-Eingang. Eine Speicherkarten-Slot und ein AUX-Eingang. Den AUX-Eingang probieren wir heute noch und natürlich Bluetooth versuchen wir auch noch. Also von der Verarbeitung her kann ich sagen, super. Ich sehe jetzt keine Schramm oder so oder irgendwie sowas. Ist aus Kunststoff und diese Dinger hier, die sind aus Metall. So, ich habe ein uralt Handy gefunden, ein S5. Den können wir zum Beispiel so hier reintun und dann zum Beispiel Karaoke singen. Das sieht dann ganz, das Ganze sieht dann so aus. Jetzt hole ich mal ein Handy und wir versuchen das mal mit Bluetooth zu verbinden. Wir gehen jetzt einmal in die Bluetooth-Einstellung und wir sehen dann direkt, es muss eigentlich jetzt hier unten erscheinen, hier SDRD und da klicken wir einmal drauf, das lädt jetzt und es ist direkt verbunden. Also Bluetooth funktioniert schon mal. Hier 1 und 2 und das sind die Mikrofone, hier machen wir die mal an. Die können wir mit einem USB-C-Gerät hier laden oder einfach hier, das sind auch Ladegeräte, hier können wir hier einfach reintun und dann geht das. Wir können ja schon mal... Ah, es klappt. Also hier haben wir jetzt die Möglichkeit, den Echo einzustellen, zum Beispiel auf 0. Mal gucken, ob das schon klappt. Aha, ich höre mich selbst. Ich versuche mal ein bisschen Echo reinzumachen. Das ist Echo. Klingt super, wie auf der Kirmes. So, sind wireless, halten sehr lange. Hier ist die Akkuanzeige noch. Also, aber es klingt wirklich gut. Ich hätte es mir schlechter... Es klingt gut. Ja, wir haben auf jeden Fall einen guten Bass drinne. Die Mitten sind super. Der Bass könnte vielleicht noch ein bisschen kräftiger sein, aber ist super. Wir können das auch nicht mit Geräten vergleichen, die mehrere hundert Euro kosten. Das Ganze kostet nur 100 Euro und Freunde, ihr bekommt hier ein Karaoke-Set, ja? Das bekommt ihr nicht für 100 Euro. Jetzt versuchen wir es nochmal mit AUX zu verbinden. Hier ist dann auch noch die Bedienungsanleitung, die können wir uns gerne durchlesen. Hier steht halt drauf, wie wir die Mikrofone einstellen können, dies, das. Und zwar können wir hier mit dem AUX-Kabel hier einmal das hier reinstecken. AUX-Mode. Der sagt dann direkt schon AUX-Mode. Und das können wir dann halt am TV oder zum Beispiel jetzt irgendwo anders anstecken. Super. Und das klappt auch klasse.
Ich habe das schon natürlich ausgepackt und ausprobiert. Es ist einfach super und das Mikrofon hat einfach kein Delay. Klangqualität von dem Mikrofon und Verarbeitung ist auch super, weil die Mikrofone sind aus Metall. Ja, das ist wirklich ein Aluminium, glaube ich. Das hier ist Kunststoff, ist nicht so schlimm, aber hier dieses Gehäuse ist aus Aluminium, komplett aus Aluminium, liegt schwer in der Hand, wirklich top verarbeitet. You may not know right where you're going, but I do. And all of the things you're not showing, but I'll make it out for you. Klingt super. Den Link zu diesem schönen Produkt gibt es unten in der Videobeschreibung, Freunde. Kauft's euch vom Link. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Ciao.